Einen wunderschönen guten Morgen heute in unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst in der Gemeindebibel Treuer Christen, südliche Weinstraße, Pfalz. Ich möchte heute über ein sehr aktuelles Thema sprechen, weil irgendwie ich den Eindruck habe, seitdem Corona angefangen hat, und nein, es geht nicht um Corona, das Thema, das hatten wir zu Genüge in allen Facetten, in allen Richtungen. Es geht heute um ein anderes Thema, und zwar investieren. Und ich habe erst vor ein paar Tagen einen interessanten Beitrag gelesen über die Art der Investitionen, die die Leute tun, vor allem die sogenannten Millennials oder Generation Y, also so ab 1980, ne, bis in die 90er Jahre hinein. Und das Verhalten von diesen Leuten, wozu ich vom Alter her auch zähle, ganz klar, ist ein anderes Verhalten, wie es eben ältere Menschen tun. Und ich fand es interessant, in dem Beitrag wurde erwähnt, was die Älteren von den Jüngeren lernen können. Okay? Also schon mal ein sehr, sehr interessanter Standpunkt. Heute möchte ich aber das Ganze ein bisschen anders benennen. Was können wir lernen von der Bibel? Und das ist unsere Sichtweise. Und bevor ich hier über als Christ richtig investieren sprechen möchte, ganz, ganz wichtig, das ist keine Anlageberatung. Das ist keine Anlageberatung. Es geht hier um die Sichtweise als Christ auf der Grundlage der Bibel Vermögen aufzubauen. Nun ist Vermögen nicht gleich Geld und Geld nicht gleich Vermögen. Sehr, sehr wichtig. Und die Bibel, die hat vieles darüber zu sagen. Die Bibel redet von sehr, sehr armen Menschen und die Bibel redet auch von sehr, sehr reichen Menschen. Nun kann man sich die Frage stellen, sind die armen Menschen gleich gut und sind die reichen Menschen gleich böse? Weil das ist ja oftmals, was unsere Gesellschaft in den Medien nach vorne bringt. So nach dem Motto, alle, die reich geworden sind, sind über schlechte Wege reich geworden. Und viele von denen ja. Und es gibt auch Möglichkeiten des Investierens auf der falschen Grundlage. Und bevor wir in diese Grundlage reden, über die Art der Investieren reden, lass uns eine Bibelstelle in Jakobus aufschlagen. In Jakobus Kapitel 4 lesen wir sehr, sehr wichtige Worte. Und wir reden hier von der geistlichen Anwendung dieser Bibelstelle. Jakobus Kapitel 4, Vers 2 und 3. Ihr seid begehrlich. Alles andere als ein guter Start. Alles andere als sehr positiv. Aber wir kommen auch zum Positiven. Versprochen. Wirklich. Haltet durch bis zum Ende. Und es ist durchaus möglich, dass ich zwei Teile daraus machen muss, weil es einfach so viel in der Bibel über dieses Thema redet, dass es unmöglich wäre, in einen Gottesdienst oder in einen Unterricht zu packen. Aber Jakobus fängt hier an und sagt, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Und wisst ihr, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, gerade wo auch zum Beispiel die Aktienkurse auf einem Höchststand sind oder auch die digitalen Währungen auf einem Höchststand sind, es geht immer höher. Aber verglichen mit den vergangenen paar Jahren muss man klar sagen, es ist durchaus sehr nach oben gegangen. Wenn man sich die Immobilienpreise anschaut, es ist in einer Blase gefangen, die jederzeit zu platzen droht. Und noch einmal der Verweis, nein, es ist keine Anlageberatung, aber es sind einfach die Rahmenbedingungen, in denen wir heute stehen. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich als Privatperson mich ein bisschen dagegen absichern? Durch Investitionen, damit ich eine gewisse Rendite herausbekomme, eine gewisse Sicherheit. Vielleicht das Geld in Zeiten auch von noch bis hin zu Negativzinsen ein bisschen das Ganze abfedern. Und eine ganz, ganz wichtige Sache hierbei ist schon, wie auch Jakobus schreibt, sei nicht begehrlich. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten in der vorletzten Woche. Dadurch, dass heute ja Sonntag ist der erste Tag der neuen Woche, nicht, dass es Wochenende ist. Die vorletzte Woche habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten und er hat das sogenannte Daytrading betrieben. Dieses tägliche Handeln mit
Kursen. Und nicht nur, dass man auf Wachstum gesetzt hat, er hat das Gegenteil gemacht, auf Fall. Das heißt, er hat darauf spekuliert, dass die Kurse fallen, um dadurch Profit zu generieren. Klingt komisch, funktioniert aber. Aber nicht richtig. Ich bin der Überzeugung, das hat etwas damit zu tun, ihr seid begehrlich geworden. Man spekuliert darauf, dass jemand anders Geld verliert. Dass es jemand anderem schlecht dadurch geht. Und das ist definitiv nicht der richtige Ansatz von Investitionen. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Das erinnert mich an Sprüche Kapitel 1. Mein Sohn, wenn dich die rufen und sagen, komm, wir wollen unschuldiges Blut vergießen, um dadurch Reichtum zu erlangen, so willige nicht ein. Sagt der weise Mensch König Salomo. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist Grundlagenarbeit, was wir jetzt hier machen. Die Grundlagenarbeit bedeutet, wenn ich als Christ investieren möchte, muss ich, bevor ich überhaupt etwas investiere, und nein, investieren kann man nicht nur Geld. Und wir werden das auch gleich anschauen. Man kann viel mehr investieren, als nur die Euros, die auf deinem Bankkonto liegen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier uns betrachten werden. Aber wenn ich etwas investiere, dann haben wir gelesen, muss es auf der richtigen Grundlage sein. Und so wie Jakobus es hier beschreibt, müssen wir eindeutig verstehen, davon müssen wir uns distanzieren. Ich kann und darf nicht moralisch, ethisch und wertetechnisch verpflichtend mich auf dem Leid des anderen bereichern. Und deswegen sagte ich auch, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren eigenen Lüsten zu vergeuden. Und ich gehe hier nicht auf jedes Detail ein, aber es ist wert zu erwähnen, wisst ihr, dieses Vergeuden, dieses Verschwenderische, dagegen hat Gott etwas. Gott hat etwas dagegen, wenn wir Gaben, die wir bekommen, einfach nur in den Wind hinauspusten. Gott hat etwas dagegen. Gott hat etwas dagegen, wenn wir Nahrungsmittel kaufen im Überfluss und die Hälfte davon wegschmeißen. Gott hat etwas dagegen, wenn wir am Tisch nicht essen, sondern fressen. Gott hat etwas gegen Vergeudung und Verschwendung. Und das lesen wir vom Anfang bis zum Ende. Gott hat dem Volk Israel in der Wüste Manna zur Speise gegeben. Aber er hat jedem gesagt, sammle so viel, wie du für dein Leben brauchst und deine Familie, für einen Tag. Und gerade am Anfang, wo niemand wusste, was das überhaupt ist, haben manche gedacht, ich sammle etwas mehr. Und es ist verdorben vor ihren eigenen Augen. Gott hat etwas gegen Verschwendung. Und Gott hat etwas gegen Menschen, die gierig sind. Gier ist etwas sehr, sehr Übles. So, und indem, dass ich jetzt diesen sehr harten Einstieg gemacht habe, möchte ich nicht allzu lange auf diesem bleiben, sondern in das Positive gehen. Lasst uns 2. Korinther aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 9, die Verse 7 bis 12. Wir lesen 6 mit. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Allein darüber kann man eine ganze Predigt machen. Aber es geht hier um den Kontext der Investition. Wisst ihr, wenn man einen Sack Weizenkörner hat, kann man daraus entweder anfangen Brot zu mahlen und aufzuessen. Und sobald man den letzten Korn aufgerieben hat, kann man auch kein Brot mehr machen. Logisch. Aber genauso sind viele oft
oder vielleicht sogar auch die meisten. Man nimmt das, was man hat, man verreibt es zu Mehl, man konsumiert es und am Ende des Tages hat man gar nichts mehr übrig. Und die Bibel sagt, der Apostel Paulus, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer gar nichts sät, der wird gar nichts ernten. Liegt in der Natur der Dinge. Ich muss einen Teil von dem, was ich bekomme, muss ich in einer Art und Weise wieder zurückgeben. Ob ich jetzt die Samen zum Teil wieder in die Erde lege, damit das Gewächs wieder neu wachsen kann, um das zu reproduzieren. Oder ob ich andere Arten von Investitionen wie Gaben und Talente einsetze, um es zu vermehren. Und die Bibel redet tatsächlich viel davon. Und ich hatte es schon oft gesagt. Und ich möchte es hier noch einmal erwähnen. Gott ist ein Geber. Gott ist ein Geber. Und Gott gibt grundsätzlich im Überfluss, wenn wir die richtige Einstellung dazu haben. Auch dazu werden wir gleich noch eine Bibelstelle lesen. Gott ist ein Geber und aus diesem Grund möchte er auch, dass wir die richtige Einstellung zu den Dingen, zu den Werten und zum Vermögen haben, dass wir begreifen, nicht Hauptsache ich blähe mich mehr und mehr auf und der andere verarmt, sondern es gibt genug für alle. Es gibt genug für alle und Gott kann den Kuchen vermehren. Gott hat Brot vermehrt, Gott hat Wein vermehrt, Gott hat Fisch vermehrt. Gott ist ein Vermehrer. Aber dazu muss ich ihm erst etwas geben, damit er es für mich vermehren kann. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wenn ich Gott wenig gebe, darf ich nicht erwarten, dass Gott mir auf einmal viel gibt. Wenn ich bitte, auf der falschen Art und Weise, um es zu vergeuden, wie wir in Jakobus gelesen haben, so darf ich nicht erwarten, dass Gott es segnen wird. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott selbst ist ein fröhlicher Geber und er möchte diese Eigenschaft in uns sehen. Er möchte sehen, dass wir mit dem, was wir bekommen, richtig umgehen. Das, was wir erhalten, richtig investieren in andere. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es die viele Menschen geben, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Um zu sagen, okay, ich habe so auf der Agenda bei mir im Jahr stehen so ein paar gute Taten. Und man liest es auch von den Superreichen, die sich dazu verpflichtet haben, den Großteil ihres Vermögens bis zu ihrem Tod zu spenden. Und wir sehen, dass viele, viele Multimilliardäre auch in den letzten Jahren, unter anderem Warren Buffett, viele Milliarden gespendet hat. Und ich unterstelle ihm nicht, dass er es nicht auch mit einem gewissen guten Absicht dahinter tat, aber viele, viele Menschen machen es, um einfach so ein Häkchen dran zu machen. Dieses Jahr Spende erfüllt, Kleiderspende getätigt. Warum? Damit das Herz beruhigt wird. Damit man sagt, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Ich habe doch den Armen geholfen. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Hier haben wir es. Gott ist ein Geber. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Hier reden wir von Überfluss, von Genug und von Überreich. Und ich finde es interessant, hier ist noch nicht nur der Begriff reich, was ja eigentlich schon echt imposant und beeindruckend klingt. Wir reden hier von Überreich. Das ist Gott. Und Gott möchte es immer wieder geben.
Und dann kommen wir Menschen ins Spiel und fangen an, knauserig zu sein. Ja, aber ich habe selbst vielleicht nicht genug zum Leben. Wie kann ich noch anderen? Wir kommen gleich dazu. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott. Und hier kommen wir bereits an eine Investitionsmöglichkeit, wo du von Gott einen Segen bekommen kannst. Nämlich, denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott. Was bedeutet das praktisch übersetzt? Unterstützen der Heiligen. Unterstützen der Heiligen bedeutet nichts anderes, wie Missionare zu unterstützen, Prediger zu unterstützen, Ortsgemeinde zu unterstützen, Hilfeleistungen der Gemeinde Gottes zu geben. Wie ich es vor einigen Wochen auch zum Thema Ukraine gesagt habe, tut Gutes an jedermann, zuerst aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ukraine-Krieg, andere Krisengebiete, Gemeinden, die in Not leiden, kann und soll man unterstützen. Unterstützen der Heiligen ist eine Art, wie ich investieren kann in eine gesicherte Zukunft. Und ich predige hier nicht das Wohlstandsevangelium. Auch das möchte ich dazu sagen. Aber ich rede von einer Grundhaltung, die gotteswürdig ist, im Sinne, dass Gott sie von uns möchte, um uns selbst in einen Überfluss und einfach auch innere Danksagung in eine Position zu bringen, wo man einfach innehält und begreift, nicht mehr, mehr, mehr Konsum, mehr von allem, sondern auch eine Art der Zufriedenheit. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich finde es so interessant, dass dieses Thema so selten gepredigt wird. Das Thema Vermögen, Schrägstrich, Geld, ist bei den meisten, kratzt es am Herzen. Warum? Weil wir in vielerlei Hinsicht gefangen sind von diesem Physischen. Ohne den Blick nach außen zu richten, auf Gott zu richten und zu begreifen, dass alles das, was wir sind, wir nur einzig und allein durch Gott sind. Wenn ich höre von Menschen, die sagen, ich habe das Geld verdient, weil ich gearbeitet habe, dann mag es rein physisch so sein. Man darf aber eins nicht vergessen, wie schnell ein Mensch nicht mehr in der Lage sein kann, das Geld zu verdienen. Eine Krankheit. Tod. Irgendetwas. Eine Krise. Man wird gekündigt. Wir halten und klammern uns an so viele Dinge, die so unsicher sind, anstatt die richtige Grundlagenarbeit zu machen, in das richtige Investieren für wirklich die Zukunft. Und ich rede hier nicht, wie ich es auch des Öfteren gesagt habe, über 1. Korinther Kapitel 3, dass Gott uns etwas geben wird in der Ewigkeit. Das ja. Aber Gott kann uns auch hier tatsächlich viel, viel geben. Und wenn ich investiere, dann immer unter dem Aspekt, dass ich es für den Herrn tue. Lasst uns Malachi Kapitel 3 aufschlagen.
Maleachi ist das letzte Buch des Alten Testamentes, direkt vor Matthäus. Ein ganz kurzes prophetisches Buch, nur 3 Kapitel. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Buch. Nicht zwingend unter dem Gesichtspunkt, dass die Botschaft immer so froh ist. Nein, ganz im Gegenteil. Aber dass diese Wechselwirkung zwischen Volk, in dem Fall Volk Gottes, Israel und Gott, als eine Art Zwiegespräch entsteht und wo Gott ganz klar auf den Punkt bringt, worauf es ankommt. Liebes Volk Israel, das sagt ihr, das ist falsch, das erwarte ich von euch. Und wir lesen hier in Maleachi Kapitel 3, in Vers 7 fangen wir an. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, woran sollen wir umkehren? Kurzsichtig. Ich begreife es nicht. Worin soll ich umkehren? Ich tue doch alles Gute. Darf ein Mensch Gott berauben? Wie kann ich Gott berauben? Was braucht Gott schon von einem Menschen? Darf ein Mensch Gott berauben, weil ihr mich, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, woran haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten würde. Und wenn hier einer von euch denkt, auch du, der du das im Internet hörst, ja, aber im Neuen Testament redet Gott nicht über den Zehnten. Das stimmt. Gott redet im Neuen Testament über viele Dinge nicht, die er im Alten Testament angesprochen hat. Vor allem in den Büchern Mose. Aber das heißt nicht, dass die Einstellung Gottes sich geändert hat zu dem. Das heißt nicht, dass er das nicht mehr so als gut befindet. So nach dem Motto, das war damals und heute ist es ganz anders. Wir sind befreit von dem Gesetz, vollkommen richtig. Und Gott hat dem Volk Israel damals gesagt, ihr sollt den Zehnten in das Haus Gottes bringen. Und das hat einen Grund gehabt. Der Stamm der Leviten, die haben von dem Zehnten gelebt. Das heißt, alles, was in das Haus Gottes gebracht wurde, war am Ende des Tages mehr oder weniger für die Leviten da zum Leben. Damit die Leviten den Dienst am Haus Gottes, an den Gottesdiensten, an den Opfergaben, an den ganzen Festen und Zeremonien, an dem Pflegen der Stiftshütte, ihren Beitrag dazu leisten konnten, um nicht arbeiten zu müssen, um dazu Geld zu verdienen zum Leben. Das war die Absicht dahinter. Und die Absicht war gut und richtig. Die Bibel sagt, und das ist nicht mein Thema heute, die Bibel sagt, wer sich am Worte sozusagen beteiligt oder am Worte dient, der soll auch vom Wort leben. Das sagt die Bibel. Du willst wissen, wie soll ich investieren? Ein Zehntel von allem an Gott. Du glaubst, das ist nur ein Wort. Ich bestätige, dass Gott die Fenster des Himmels öffnet. Ich kann es von meiner Seite aus nur bestätigen. In unserem Leben hatten wir gewisse Zeiten, wo ich dachte, wir kommen überhaupt nicht über die Runden. Wie sollen wir von dieser Kleinigkeit leben? Aber wir haben Gott beim Wort genommen. Und Gott hat etwas vermehrt, wo man eigentlich sagen kann, da war nichts zum Vermehren. Und genau so spricht hier der Herr. Prüfe mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und euch alle Segnungen geben werde. Du sagst, daran glaube ich nicht, dann wirst du es auch nicht haben. Ich glaube daran, dass Gott sein Wort hält. 1:1. Ich habe überhaupt keine Zweifel und ich rede da sowohl aus der biblischen Erfahrung als auch aus der persönlichen Erfahrung. Gott öffnet die Fenster. Warum?
weil Gott ein Geber ist. Gott braucht von uns nicht das Geld. Gott braucht von uns nicht andere Dinge. Gott ist nicht angewiesen auf uns. Es ist nicht so, dass Gott nicht mehr Gott wäre, wenn wir aufhören würden, ihm die Dinge zu geben. Das ist überhaupt nicht die Absicht dahinter. Die Absicht dahinter ist, dass es einen Zweck erfüllen soll, wenn Gott etwas gesagt hat und sagt. Und dieser Zweck, wie ich beschrieben habe, war, um den Leviten den Dienst zu ermöglichen. Die Gemeinden werden schwach. Und die Gemeinden fragen, warum wird das Christentum in unserem Land so schwach? Weil das Christentum aufgehört hat, Gott beim Wort zu nehmen. Und weil das Christentum aufgehört hat, Gott ihre Gaben zu geben. Ich möchte nicht zu sehr abweichen davon, aber wenn ich Kleingeld in der Kollekte klimpern höre, dann denke ich mir, irgendwas ist da schiefgelaufen. Wenn ich Gott irgendwelche gelben Münzen gebe, so nach dem Motto, das ist das, was übrig geblieben ist, dann ist die Einstellung die falsche. Denn wir haben gelesen, nicht vom Überfluss sollen wir Gott geben, sondern wir sollen es Gott geben vom Anfang. Der Sonntag ist nicht der letzte Tag der Woche, sondern der erste Tag der Woche. Wir weihen Gott nicht den letzten Tag der Woche. Das hat das Volk Israel getan, indem dass sie den Sabbat geheiligt haben, weil Gott es ihnen so aufgetragen hat. Wir geben Gott von der Erstlingsgabe, die er uns gibt. Warum? Weil er uns seinen erstgeborenen Sohn gegeben hat. Er ist der Erstling. Und alles, was wir Gott geben, genauso wie die Brandopfer und die ganzen anderen Opfer, die wir im Friedensopfer, von denen wir lesen im Alten Testament. Es ist nicht Gott am Ende zu geben, sondern am Anfang. Gott hat nie gesagt, gib mir den fünften Wurf vom Schaf. Gott hat gesagt, gib mir den ersten Wurf. Gib mir das Erste, gib mir das Beste. Und auch hier lesen wir, auch in Maleachi, wo das Volk Israel, und das war eigentlich nicht geplant, aber lasst uns das mitlesen. Ab Vers 6, Kapitel 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht, aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Ich glaube nicht, dass das Volk Israel, auch nicht die Leviten, es wörtlich gesagt haben. Aber es war das, was sie getan haben. Wisst ihr, manchmal rede ich mit meinen Kindern und ich sage ihnen, ähnlich wie ich es hier in Maleachi lese, es färbt ab. Wenn du die Bibel liest, dann färbt es ab auf deine Art der Kommunikation. Das ist auch eines der logischen Konsequenzen. Und ich sage zum Beispiel zu meinem Sohn, warum sagst du und denkst das? Und er sagt mir das öfter, das habe ich doch nicht gesagt. Das habe ich nicht gedacht. Aber das hast du getan. Und ich übersetze die Tat in Worte. Und genau so hat es hier der Herr gemacht, beziehungsweise ich mache so, wie es der Herr tat. Und dann sagt er, und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringt es doch deinen Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr, der Herrscher. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Warum wird Christentum schwach? Warum werden Familien schwach? Weil ich diese Regel Gottes nicht beachte. Das Volk Israel hat Gott alles, was sie sonst nicht verwenden konnten, entweder nicht verkaufen oder nicht schenken,
oder auch bei einem Fest nicht genügend war, das haben sie alles Gott gegeben. So nach dem Motto, ah, es ist schon okay für Gott. Was nicht gut ist für den Menschen, denkt man, ist okay für Gott. Und so ist es auch unter den Gläubigen oft. Ich habe kein Geld mehr für Gott. Wie soll ich denn für Gott investieren, wenn ich am Ende des Monats im Minus bin? Und verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe sehr, sehr wohl, dass es arme Menschen in Deutschland gibt. Das verstehe ich sehr wohl. Und ich hatte dir das aus meiner eigenen Erfahrung gesagt, wo wir angefangen haben, unsere Familie. Es ist für mich bis heute eines der Wunder Gottes in unserem Leben, wo ich bis heute keine Erklärung dafür habe, wie wir überhaupt durch die Zeit gekommen sind. Ich habe keine Antwort darauf. Ich könnte hier Zahlen nennen und auch ihr würdet mir keine Antwort darauf geben können. Es sei denn, dass Gott mit im Spiel war. Und daran habe ich keine Zweifel. Und die Menschen, die sagen, ich habe kein Geld mehr am Ende des Monats, schon mal falscher Blickwinkel. Du gibst Gott nicht am Ende des Monats. Du gibst Gott am Anfang des Monats. Du gibst Gott nicht, nachdem du Netflix, Amazon, deine Einkäufe, deine drei Handys und was auch immer du noch für Hobbys hast. Du gibst es nicht, nachdem du das alles abgezogen hast, sondern du gibst es Gott am Anfang. Und das ist eine weitere Regel. Gib Gott am Anfang. Und zwar das Beste. Gib Gott am Anfang und zwar das Beste. Ich möchte zu dem Beispiel Abraham zitieren und wir finden das in 1. Mose, Kapitel 14. Eine sehr schöne Begebenheit. Direkt davor war der Krieg in Sodom und auch Gomorra, Zeboim, Adama, Stemeber, Sinab. Es war Krieg. Und der Abraham war Teil davon, beziehungsweise hat unterstützt. Und das ist gar nicht die Geschichte. Aber hier begegnet auf einmal Melchisedek dem Abraham, beziehungsweise umgekehrt. Und Melchisedek, das große Rätsel in der Bibel, es war Gott, der ihm begegnete. Aber Melchisedek, der König von Salem. Salem bedeutet Frieden. Der König des Friedens oder vom Frieden brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. El Elyon. Das ist der Titel, Gott der Allerhöchste, El Elyon. Und gelobt sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham, damals noch ohne Haar, gab ihm den Zehnten von allem. Welche Verpflichtung hatte Abraham, dem Melchisedek, dem Zehnten von allem zu geben? Er hatte keine Verpflichtung. Aber er hat ihm etwas gegeben, weil dieser Melchisedek ihm die Segnungen des Allerhöchsten über ihn gebracht hat. Und er gab ihm vom Zehnten. Und wisst ihr, was Abraham bekommen hat? Wir können es nachlesen, wo er sich auf die Begegnung mit Esau vorbereitet hat. Entschuldigung, das war Jakob, jetzt habe ich das verwechselt. Aber Abraham hatte ein Reichtum am Ende, wo man staunen kann darüber, wie viel ein einzelner Mensch besitzen kann. Und ich rede nicht von bloß virtuellen Zahlen, ich rede tatsächlich von Besitz. Und ich habe überhaupt keine Zweifel darüber, dass es damit zu tun hatte. Unter anderem damit. Und wir lesen weiter. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich.
Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott im Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Die gleichen Worte, die Melchisedek gesagt hat. Lasst uns, ein Randkommentar, lasst uns in der Sprache Gottes üben. Die Sprache der Bibel, nicht die Sprache der Gesellschaft. Dass ich von allem, was dir gehört, das spricht er zum König von Sodom, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Gott allein die Ehre. Abraham hätte sagen können, oh, mega Gelegenheit, super Chance, jetzt werde ich mir die Taschen vollschlagen. Ich habe ihm ja geholfen, ich habe ja meinen Beitrag dazu geleistet. Aber er sagt, nicht einen Faden. Nicht einen Faden. Damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Es war Gott und Gott alleine. Natürlich gebraucht Gott Menschen. Ganz klar. Aber es ist Gott. Und es sind nicht die Menschen. Wie gehe ich mit den Dingen um, die ich habe? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in unserem Leben. Und heute werde ich mich mehr auf diese Grundlagenarbeit, auf das richtige Fundament, auf die richtige Einstellung fokussieren und beim nächsten Mal mehr darauf eingehen, wie der Herr das tatsächlich auch in der Tat zur Auswirkung bringt. Und ich möchte noch ein Beispiel lesen oder zeigen aus dem Alten Testament. Wir finden das in Könige. Das sind zwei, tatsächlich sind das zwei Beispiele, diese beiden Könige, 1. Könige Kapitel 4. Ist das erste. Nein, es ist zweite Könige. So, ich prüfe das nochmal hier. Zweite Könige, Kapitel 4. Hier ist eine Witwe. Und die Witwe, die hatte keine Möglichkeit mehr, kein Geld mehr. Sie wäre gestorben. Und wir lesen hier ab Vers 1. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Aber du weißt, dass er dein Knecht dem Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubige gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Was für eine Situation. Ein Mensch, ein Mann, der im Dienste für Gott stand, der gedient hat, ist gestorben und hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Nun, das kann jedem passieren. Und diese Frau, sie weiß, wenn mir jemand helfen kann, dann ist es Gott. Und nur er allein. In dem Fall, in der Gestalt seines Dieners Elisa. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Erinnert mich an die heutige Zeit. Man geht ins Geschäft, möchte Öl kaufen und da gibt's nichts. Ich habe nur einen Krug Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße und nimm nicht wenige. Und geh hinein, schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes und er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Es ist ein Wunder. Es ist hier nichts Natürliches dran. Es ist übernatürlich, weil Gott im Spiel ist. Wisst ihr, diese Frau, diese Witwe hat alles richtig gemacht.
Sie hatte einen Mann, der im Dienste war. Und sie wusste, wenn mir jemand helfen kann, dann ist es Gott. Dann ist es ein Mann Gottes. Und sie hat ihn um Hilfe gebeten und Gott hat gegeben. Sie hatte nicht viel. Als die Jünger zu Jesus Christus sagten, Herr, wir haben nicht viel als nur diese wenigen Fische und die Brote. Da sprach er, gebt sie mir. Und er betete und segnete sie und es war genug für alle da. Du denkst, wie kann das sein? Es kann sein, weil Gott im Spiel ist. Es kann sein, weil die richtige Haltung da war. Stell dir vor, dieses Erlebnis mit Gott, dieses persönliche Erlebnis, wo du nur einen Krug Öl hast und du gießt aus diesem Krug Öl in einen anderen Krug und der ist voll und du gießt immer noch. Und du gießt in den anderen und der ist immer noch voll. Stell dir das mal vor. Ich hatte es davor gesagt. Es gibt arme Menschen, auch in Deutschland. Aber gib Gott von Anfang an und du wirst sehen, wie Gott es vermehrt. Du wirst sehen, wie Gott etwas daraus machen kann, wo du nur staunen drüber kannst oder sollst, Gott die Ehre und Anbetung zu geben. Und noch eine Geschichte aus 1. Könige, diesmal 1. Könige, Kapitel 17. Erste Könige, Kapitel 17, Verse 8 bis 16. Auch davor lohnt es sich zu lesen, wie Gott Elia, nicht Elisa, sondern Elia, versorgt hat durch die Raben in der Wüste. Auch eine ganz, ganz interessante und schöne Geschichte. Aber hier geht es ebenfalls um eine Witwe, die Witwe aus Zarephat. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Zarephat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zarephat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um zu holen, rief er ihr nach und sprach, ich bitte dich, bring mir auch ein bisschen Brot mit. An und für sich nichts Großes, wenn man den Umstand, in dem sie waren, vergisst. Es war Hungersnot. Es hat nicht geregnet. Die Menschen hatten nichts mehr. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinen Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Nicht genug zum Leben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen. Und bring ihn mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Ich stelle mir die Frage, wer von uns, und das ist eine ernst gemeinte Frage, die stelle ich an mich, genauso wie an jeden, der es hört. Würde ich das machen? Würde ich das tun? Ich habe einen Sohn, ich bin alleine. Es ist Hungersnot. Es reicht für ein Stück Brot. Ist das nicht volle Ironie, wo Elia sagt, mach mir zuerst und danach bereite dir vor. Elia, hast du nicht begriffen? Ich habe nur eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Es reicht nicht für zwei Brote. Es reicht einfach nicht. Ist das ein Scherz, den du hier machst? Und ist das Egoismus? Denkst du, dein Leben ist wichtiger als meins und meines Sohnes? Aber es geht hier um den Glauben an den allmächtigen Gott, der ein Geber ist. Der das, was ich investiere. Und vielleicht
benutze ich nicht ständig den Begriff investieren. Aber die Frau, diese Witwe, von der wir davor gelesen haben, in 2. Könige 4, sie hat alles, was sie hatte, in den Elisa investiert, durch den Glauben. Und auch diese Witwe hier, von der wir ebenfalls keinen Namen haben, investiert hier alles, was sie hat, um es dem Mann Gottes zu geben. Ist das nicht interessant? Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Das ist Gott. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video noch ersichtbar ist. Investiere, damit mal der Begriff auch hier steht, investiere. Im Glauben. Investiere im Glauben. Es bringt nichts, die beste Strategie zu haben, das beste Vermögen zu besitzen und es falsch zu investieren. Es gibt ein Gleichnis im Neuen Testament, die genau darüber redet. Und damit werde ich für heute sozusagen den ersten Teil über als Christ richtig investieren, eine Pause machen und beim nächsten Sonntag da weiter darüber gehen. In Lukas Kapitel 12 lesen wir von einem Menschen, der weder im Glauben investiert hat, noch Gott am Anfang, geschweige denn überhaupt irgendwann etwas gegeben hat, an den Zehnten null gedacht hat und an unterstützende Heiligen war noch nicht mal irgendwo als ferner Gedanke bei ihm vorhanden. Also nichts davon. Aber wisst ihr, dieser Mann, der hatte etwas, wovon viele heute sagen würden, der hat's geschafft. Der hat's gepackt. Der hat hart gearbeitet, der ist die Karriereleiter aufgestiegen, der hat ein Vermögen sich angehäuft. Es war so viel, dass er überhaupt nicht wusste, wohin mit all dem Zeug. Und ich denke, wir wissen, über wen es geht. Es geht hier um den reichen Narren. Und wir lesen, er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteil über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Nun, das war zu einer Zeit, wo es noch keine Aktien gab und keine ETFs. Und von digitaler Währung war überhaupt noch nicht zu denken. Es war eine Zeit, wo ich Vermögen wirklich durch Besitz, physischen Besitz hatte. Es ist kaufen viele Menschen, und bei mir persönlich kommt es nicht an, ich verstehe nicht, wieso Menschen Gold als sozusagen Wertpapier kaufen. Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn jemand das Geld hat, um Gold oder Silber zu kaufen, dann kaufst du als Metall und nicht als Wertpapier. Aber gut, das ist ein Nebengedanke. Dieser Mann hat so gut gewirtschaftet, würde man sagen, er hat ausgesorgt. Fertig. Von jetzt an nicht einen Tag mehr krumm machen. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Doch die Rechnung ohne Gott wird eine teure Rechnung. Die wird sehr, sehr teuer. Du kannst alles haben und auf einmal alles verlieren. Aber Gott sprach zu ihm, du hast mich vergessen, ich habe aber dich nicht vergessen. Du Narr. Du Narr.
In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Du kannst reich sein. Gott erlaubt es. Und wir werden Beispiele im nächsten Mal darüber sehen. Gott erlaubt Reichtum. Gott möchte, dass wir reich sind. Auf allen Ebenen, die man sich vorstellen kann. Aber es bringt uns nichts, wenn wir nicht reich für Gott sind. Es bringt nichts, wenn wir nicht gewisse Parameter einhalten. Gewisse Dinge berücksichtigen, um wirklich reich zu sein. Um wirklich vermögend zu sein. Und ich hoffe, du hast es begriffen. Ich rede nicht nur von Geld. Aber ein Geld ist ein physisches Teil, womit viele es doch begreifen können, was Gott damit zum Ausdruck bringt. Gott redet genauso über Reichtum in Talenten, in Gaben, die er mir gibt. Ob es zum Beispiel eine Gabe ist des Musizierens, ob es eine Gabe ist der Führung, ob es eine Gabe ist von, was weiß ich, was die Bibel alles darüber sagt. Setze die Gaben, das Vermögen, die Gott gibt, in der richtigen Stelle für Gott ein. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist, für Gott. Und wir werden beim nächsten Mal mehr Beispiele darüber schauen, wie es im Praktischen umzusetzen ist. Wobei, das war schon eine praktische Einleitung. Aber nächstes Mal noch mehr Beispiele, was es bedeutet, als Christ richtig investieren. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich die Fragen stellen, weil ich es einfach auch als gesellschaftlichen Motor aktuell sehe, zumindest in Deutschland und Westeuropa, dass Menschen viel investieren, aber investieren das Richtige. Und gerade du und ich als Christ, wir müssen es auf der richtigen Grundlage machen. Hoffe, das war ein Segen schon mal für den ersten Teil. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.